Ja, hallo, und ich habe jetzt die Macher vom Jeskiewicz überfallen. Und zwar sind wir hier im Mokassin in Jeskeburg und ihr seid kurz vor dem Event. Was können denn die Zuschauer erwarten? Womit fangt ihr an, Steffen? Also überraschenderweise fangen wir an erstmal mit der Oberschule Jesteburg, die kommt und macht einen Poetry Slam. Und danach geht es dann mit Musik weiter. Die erste Gruppe, die dann auftritt, so gegen 17 Uhr, das ist Lintow aus Göttingen. Die machen einen ganz herrlichen Nachmittagssound, sehr entspannt. Zwiegesang, Gitarre, sehr poetisch. Das ist sehr, sehr schöne, sehr eigene Musik. Da freuen wir uns schon drauf. Und dann machen wir mit Melancholic weiter. Okay. Und Melatonic, das ist, kennst du ganz gut? Melancholic, Superband aus Hamburg, Hamburger Jungs. Das, was wir bisher gesehen haben von denen, ist eine klasse Show. Gute Musik, eigene Musik, Und Gitarren. Gitarren, viel Gitarre, sprechen sicherlich ein sehr junges Publikum an. Und auf die sind wir sehr gespannt und freuen uns auch drauf. Ist die zweite Band und als Kracher des Abends dann natürlich dann wieder Max and Friends, altbewährt und immer wieder gerne genommen. Und die stehen einfach für gute Laune, Party und Stimmung. Das sind ja wirklich Profimusiker und die haben auch, die spielen überall auf der Welt, ne? Oder wie kann man das so sagen? Die spielen wirklich überall auf der Welt. Max and Friends ist halt, Max ist der Macher von diesen, der hat Künstler um sich herum geschart, die im Prinzip auch alles Einzelkünstler sind, Auftritte haben, aber auch dann immer wieder, wenn dann solche Festivals sind oder die gebucht werden, er die dann zusammenholt und die dann in einer Band, ich glaube 7, 8 Leute sind da mindestens auf der Bühne. Zwei Stimmen, und eine männliche Stimme, eine weibliche Stimme, und das wird richtig gut. Ja, und die Sänger sind wieder großartig, die wir dieses Mal haben. Daryl Smith, den kennt man von König der Löwen, hier von dem Musical. Und Jessica Mears, die ist auch schon in diversen Fernsehshows aufgetreten. Also es sind starke Stimmen, die wir da erwarten dürfen. Sehr soulig. Und da gibt es auch wieder viele Lieder, nicht nur zum Mittanzen, sondern auch zum Mitsingen. Genau, die Vorgeschichte ist, glaube ich, das habt ihr mir erzählt, 2017 habt ihr die zum Jesteburger Dorffest geholt und aus der Nummer seid ihr nicht mehr rausgekommen. Ne? Das ist so ein bisschen, da haben viele Leute gesagt, holt die wieder ins Dorf. Ja. Ne? Das ist, genau. Und ja, nun, wer die Naturbühne nicht kennt, was kann einen kulinarisch erwarten da? Wie, was ist das Flair? Was macht das aus? Was kann man erwarten dort? Also wir machen wie letztes Jahr, kommen unsere Familie Pieper aus Dorf, die hat aus dem Dorf, die haben ja wie immer deren wunderbare Fritten und tolle Würstchen wie immer. Dann kommen aber dann noch Luigi aus Wendesdorf, da wird es diesmal Pizza geben, Softeis, wie viel ich weiß, und wie immer die Crepes. Yes. Und dann gibt es zwei große Stände wie letztes Jahr. Eine macht den Grabenclub aus Jesteburg mit Getränken und andere ist TC. Und wir hoffen, nur gute Laune. Gute Laune. Ja, Genau. mehr Und ist es nicht. wie gesagt, Sitzgelegenheiten wird es auch geben. Also, dass Doch. man wirklich auch eine schöne Zeit hat, auch sagen wir, von Ja. 17 Uhr bis, was ich denn, 24 Uhr, wie lange dürft ihr? Naja. Ja, okay. Ja, wir gehen in Richtung 24 Uhr Ja. und um 16 Uhr fangen wir an, kurz Nee. nach 4 ist Poetry Slam mit der Oberschule und wir hoffen, dass da auch schon etliche Menschen da sind, die mitbewerten können, was auf der Bühne passiert. Okay, gut. Und wo kann man Karten bekommen? Was kostet der Spaß? Ja, die Karten kann man im Dorf Im bekommen, wie Dorf, immer. ja. Im Café Buck, ja, sage ich schon falsch. In dem Buchladen, Ja. dann bei Christina Bosse, bei mir hier im Laden, dann haben wir bei Knackig Frisch, Und Berg und Auten Tal. und Berg und Tal. Und Berg und Genau, Tal. das ist es. Und dann an der Abendkasse werden die Karten 18 € kosten und sonst kosten die 15 € und für Jugendliche bis 18 Jahre 18, ja, oder nein, unter 18 Jahre. 18 Jahre ab 12 bis 18 Jahre. Ja, gut. Genau, Ganz kurz kosten gesehen. 5 € genau. Also Jugendliche bis 18 Jahre, 5 € sind dabei, schöne Veranstaltung. Genau. Und dann kann man euch ja oder uns ja nur wünschen, gutes Wetter, also dass das Ja, das wirklich haben wir. also wieder richtig klasse wird. Ja. Also ich habe es zweimal erlebt, wirklich richtig gut, geht da vorbei, Naturbühne ist ein großer Spaß, schaut vorbei. Ich wünsche euch
Viel Glück. Dankeschön. Alles klar, danke.